Halleluja, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Mit diesem österlichen Ruf grüßen sich Christinnen und Christen zum Osterfest und lassen sich dann hineinnehmen in diesen Jubel über die Auferstehung des Herrn. Diesen Jubelruf habe ich heute hier in einen leeren Kirchenraum hineingerufen. Die aktuelle Situation hat uns in ein außergewöhnliches Osterfest 2020 hineingeführt. Doch mit der Gewissheit, dass dieser Osterjubel nicht in der Leere dieses Kirchenraumes verhallt, sondern dass er Sie erreicht. Mit dieser Gewissheit möchte ich Sie begrüßen und mit der Einladung hineinnehmen, jetzt gemeinsam mitzusprechen, mitzusingen, mitzubeten. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Eine lange Tradition prägt das Gemeindeleben dieser Kirchengemeinde Elberfeld-Nocht, jeweils an den zweiten Festtagen einen Singegottesdienst zu halten mit den bekannten traditionellen Liedern, aber auch modernen geistlichen Gesängen und sogar mehrstimmigen Chorsätzen, die in unserem Gesangbuch stehen. Doch singen ohne Gemeinde, geht das eigentlich? Wir versuchen es einfach heute und Sie als die Zuschauenden werden vor Ihren Bildschirmen nun die Mitwirkenden. Herzlich lade ich Sie zum Mitsingen ein und dazu ist es gut, wenn Sie das evangelische Gesangbuch vor sich haben, um zum Beispiel bei den mehrstimmigen Gesängen Ihre eigene Stimme mitsingen zu können. Beginnen wir nun mit einem singenden Osterjubel, mit einem der bekanntesten Lieder zur Osterzeit. Wir wollen alle fröhlich sein, im Gesangbuch unter der Nummer 100 zu finden. Wir singen alle 5 Strophen und nach einem kurzen Vorspiel der Orgel leiten wir dann in das gemeinsame Singen der Strophen ein. Thank you.
Das moderne Gesangbuch Freitöne, 2017 zum Reformationsjubiläum erschienen, bietet uns eine Fülle moderner geistlicher Lieder, die wir hier in dieser Kirche auch immer wieder singen. Eine gesungene Psalmvertonung finden Sie unter der Nummer 80 dieses Buches, Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Melodie und Noten werden gleich auf dem Monitor eingeblendet sein, sodass Sie dann mit der Begleitung des Keyboards die Noten und die Stimmen, die in diesem Chorsatz zu finden sind, zu Hause mitsingen können. Wir werden das Lied zweimal hintereinander singen. Das Evangelium des zweiten Ostertages ist die bekannte Lesung über die Emmausjünger, zu finden beim Evangelisten Lukas im 24. Kapitel, die Verse 13 bis 35. Eine der zentralen Aussagen wurde von dem Düsseldorfer Komponisten Albert Tate in Töne gefasst. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. In unserem Gesangbuch zu finden unter der Nummer 483. Da uns dieser Vers als Kanon bekannt und sicher auch vertraut ist, probieren wir es, gleich begleitet von der Orgel im dreistimmigen Kanon und werden in der ersten Stimme insgesamt zwei Durchgänge singen. Suchen Sie sich gleich Ihre Einsatzstimme aus. Vielleicht sitzen Sie ja in Gemeinschaft mit der Familie vor dem Bildschirm und können es dort in Ihrer häuslichen Umgebung mehrstimmig zum Klingen bringen. Wie immer dann eine kurze Einleitung der Orgel und dann startet die erste Kanonstimme. Zum Einhören singe ich Ihnen diesen Kanon einmal ohne Begleitung vor und lade Sie gleich ein, es mit mir zu probieren. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.
Das sogenannte Osterlachen ist ja Ausdruck der Freude über das Ostergeschehen. Und dazu gehören auch schwungvolle, fröhliche Lieder. Eines davon in den Freitönen unter der Nummer 79. Es nimmt musikalisch dieses Lachen und Jubeln auf. Da gibt es einen Wechsel von englischer Sprache im Kehrvers und deutscher Sprache in den Strophen. Sie werden diesen Text zum Mitsingen, vielleicht auch Mitzwingen, eingeblendet bekommen. Das moderne Lied, es wird gleich auf dem Keyboard begleitet. Jesus Christ, you are my life. Was gibt es Schöneres als unseren Glauben, wie ein Glaubensbekenntnis in der gesungenen Ostergeschichte zum Ausdruck zu bringen? Unser Gesangbuch bietet dazu unter der Nummer 103 ein bekanntes Lied. Gelobt sei Gott im höchsten Thron, hier sogar in einem vierstimmigen Satz abgedruckt. Bevor wir gemeinsam mit der Orgel in diesen Satz einstimmen, hören Sie zunächst hier vom Keyboard vorgespielt die einzelnen Chorstimmen. Dann, wie üblich, das Vorspiel der Orgel und danach alle 6 Strophen des Liedes. Entweder einstimmig gesungen oder vierstimmig, jeder in seiner Chorstimme. Hören wir zunächst auf die Melodie bzw. die Sopranstimme. Es folgt die Altstimme. Die Tenöre haben folgende Stimme. Und zum Abschluss die Bassstimme.
Und nun gemeinsam mit der Orgel im vierstimmigen Satz. Neben allem Osterjubel und der österlichen Freude steht heute auch das Denken an alle, die Last zu tragen haben, aufgrund der aktuellen Situation, durch Krankheit oder durch Schmerz und Verlust. Mit einem meditativen Gesang aus der Tradition der Taizé-Gesänge, zu finden in den Freitönen unter der Nummer 43, wollen wir in diesem Moment an alle denken, die unserer Fürbitte bedürfen. Meine Hoffnung und meine Freude, stimmen wir nach einer kurzen Intro des Keyboards einige Male betend an. Thank you.
unser Loben und Danken, aber auch all unser Bitten und Gedenken fassen wir nun zusammen in die Worte, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dietrich Bonhoeffers Segenswort möchte uns nun begleiten. Heute in diesen Tag, aber auch in alle Tage, die vor uns liegen. Sein Zuspruch möchte uns Kraftquelle, Trost und Hoffnung sein für alles, was kommt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Wir schließen nun diesen virtuellen Singegottesdienst mit dem österlichen Christushymnus »Christ ist erstanden« im Gesangbuch unter der Nummer 99. Nach dem Singen des Liedes hören Sie noch ein Orgelnachspiel über die gleiche Melodie. Haben Sie herzlichen Dank für Ihr Teilnehmen und Ihr aktives Mitsingen an den Bildschirmen. Tragen Sie diese österlichen Melodien und die österliche Freude singend, sprechend, betend hinaus in die Welt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Gottes Segen und Geleit begleite uns heute und auf all unseren Wegen. Amen.